Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir euch den Beruf des Konditors bzw. der Konditorin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Realschulabschluss. Bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt hier 3 Jahre. Während dieser 3 Jahre könnt ihr mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 500 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 650 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 750 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Im Beruf sind eure Aufgabenbereiche vor allem die Herstellung von süßen Backwaren. Ihr arbeitet dabei im Schichtdienst. Eure Einsatzorte sind sowohl Konditoreien als auch Bäckereien und Cafés. Auch habt ihr verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten. Ihr könnt euch entweder zur Konditormeisterin fortbilden lassen oder zur Technikerin in der Lebensmitteltechnik. Als Konditor bist du für das Backen, Verzieren, Präsentieren, Beraten und Verkaufen der Backwaren zuständig. Während deiner Ausbildung lernst du alle Arbeitsschritte richtig zu planen und anschließend auch noch durchzuführen. Dabei arbeitest du nicht nur mit der Hand, sondern auch mit den verschiedensten Geräten, die du zu bedienen lernst. Übrigens bereitest du nicht nur Torten und Pralinen zu, sondern auch Speiseeis oder Käsegebäck. Egal welche Backware, du musst die Rohstoffe prüfen und lagern. Wie du das machst, wird dir genauestens beigebracht. In der Berufsschule stehen auch Fächer wie Chemie und Mathe auf dem Lehrplan, damit du alle Grundlagen des Backens und Verkaufens drauf hast. Nach deiner Zwischenprüfung vor dem Ende deines zweiten Ausbildungsjahres erwartet dich dann auch noch deine Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung. Diese besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Für den Beruf als Konditorin sind einige Fähigkeiten wichtig. Gestalterische Fähigkeiten und Fingerspitzengefühl sind für das Backen und das Verzieren besonders wichtig. Aber auch technisches Verständnis muss vorhanden sein, damit du mit den Geräten, die du bedienen musst, nicht überfordert bist. Körperliche Belastbarkeit ist auch noch eine wichtige Sache, da du den ganzen Tag auf den Beinen stehst und auf viele Dinge gleichzeitig achten musst und trotzdem eine ruhige Hand brauchst. Außerdem solltest du ein offener, freundlicher Mensch sein, damit deine Kunden deine Kreationen gerne kaufen. Wenn sich dieses Profil genau nach dir anhört, dann zieh doch die Ausbildung zum Konditor bzw. zur Konditorin in Erwägung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.